Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 Season 1. Ich habe gerade das Update runtergeladen und jetzt kommen die ersten Ersteindrücke. Ich bin echt gespannt. Wir können direkt mal sagen, Video von gestern ist obsolet, weil es wurde zurückgenommen mit den Weltenstufen 3 und 4. Die könnt ihr jetzt wieder auf jedem Level aufmachen, abschließen, öffnen, freischalten. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ohne dass ihr Level 40 und 60 sein müsst. Sehr gute Änderung. Zum Glück haben die sie wieder zurückgemacht, weil ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So, willkommen zur Die-Saison der Boshaftigkeit. Eine aus Witz, Verderbnis entsprungene Boshaftigkeit überzieht Sankt Tuario. Ihr müsst dieses Unheil um jeden Preis vernichten. Komplett neue Questreihe plus Boss. 32 neue boshafte Kräfte. Das werden wahrscheinlich diese Herzen hier sein, ne? Die Legis und neun einzigartigen Gegenstände, Aspekte und die Gegenstände, das haben wir auch schon gesehen, war nicht so geil. Und komplett neue kosmetische Gegenstände, okay, die interessieren mich auch nicht so krass. So, was müssen wir machen? Steht unten irgendwas, welche Charakter löschen? Neuen Charakter erstellen? Ich gehe auf jeden Fall auf den Druiden, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Kampagne überspringen. Saison 1. Ist das. Starte ich jetzt direkt in der Saison? Ah, da, ewiger Reim, der normale und saisonaler Reim. Perfekt. Weltstufe 1. Start. Let's go. Oh, neue Story? Ich schreibe euch, denn auch wenn ein großes Übel aus Sanctuario schwindet, greift nun die Verderbnis eines neuen, schwerenden Fluchs um sich. Viel gefährlicher, als ich je hätte ahnen können. Ich habe einen Weg gefunden, diese Seuche aufzuhalten. Die dunkle Macht dieser Monster, ihrem Innersten zu entreißen und sie zu unserem Vorteil zu nutzen, um sie zu vernichten. Ich kann das nicht allein schaffen. Meine Verbündeten sind gefallen. Meine Stärke schwindet. Hallo Alex. Ich brauche Hilfe. Kriegst Ich du. brauche euch. Ich bin da. Was geht denn hier ab? Okay, wir erstmal chillen. Stopp, stopp, stopp. Karte frei. Lilith-Statuen eingesammelt. So, jetzt können wir hier nämlich direkt einsammeln. Zack, 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 zack. So. Haben wir schon gehört, ein Level Up. Das war erstmal das Erste. Fertigkeiten kann ich gleich machen. Was gibt es hier noch so? Shop reingucken. Ist wahrscheinlich hier alles überteuert, brauche ich nicht. Das kannst du selber einstellen, Alex. Komplett neuer Shop. Irgendwas Cooles, irgendwas Cooles. Boah, komplett neuer Shop. Kuss der Mutter, der ist ga tatsächlich ganz cool, aber für 22 Euro. Saisonal, da sind wir doch. Battle Pass, da will ich wissen, wie viele Seiten gibt es hier? Geht bis 90. Geht bis 90 und Nummer 90 ist dieses hier. Was gäbe es hier? Schwelende Asche. Ah, guck mal, es gibt hier auch sowas. Okay, 66. Es gibt Platin im Battle Pass. So. 66 Platin. Können wir ganz kurz sehen, wie viel es insgesamt gibt? 60, 120, 240, 360, 480, 540. 600, 660. Das war's. 660 Platin. Naja, okay. Beschleunigung aktivieren. Etappe. Okay, hier sind die Sachen, die ich machen kann. Wie lange gehen die immer? Stehen hier Tage oder sowas? Wie lange das geht? Sammelt Galgengräben fast überall zu finden. Okay, das ist easy. Herzverwertung, sammelt den Bus auf Herz. Ja, easy. Und was gibt's hier? Große Gunst. Erste Reise und neue und Aspekte.
Ansturm ruft 4 Urahn herbei, die ebenfalls Ansturm 50% des normalen Schadens machen. Das ist cool. Okay. Und dann geht's da oben noch weiter. Ah, man schließt das ab und dann geht's weiter direkt. Das heißt, ich könnte heute direkt alles abschließen. Naja, gucken wir mal, ne? So, Saisonsegen. Hier ist dieses Segen. Dafür braucht man schwelende Asche. Es gibt Erfahrung, Gold durch Verkäufe, seltene Gegenstände bei Wiederverwertenden, Dauer-Elixiere. Also am besten ist auf jeden Fall Rune der Boshaftigkeit und Urne der Aggression, ganz klar. Nochmal für die Leute auf YouTube. Der Plan ist jetzt, so schnell wie möglich auf Level 20 oder kurz vor 20 zu kommen und dann mit 3 oder 4 Leuten nach Niedergang der Champions zu gehen und dort zu powerleveln. Und ich werde jetzt hier einmal den Battle Pass einsammeln. Battle Pass, Premium Pass aktiviert, den konnte man sich ja kaufen. Was habe ich hier? Saisonreise? Etappe 2 von 9. Ach guck mal, ich habe hier sogar schon was geschafft. Ein Dungeon und ein Weltereignis abschließen, natürlich. Ein Keller noch, ein Dungeon, ein zersplitterter Gipfel, gibt es gleich auch. Okay, chillig. Dann sammeln wir hier mal, ne? Was gibt's hier? Kalteisen, Dolch, kosmetisch, Handwerkerhose. Annehmen. Lauernder. Titel, okay. 60 Platin. Eine Axt, kosmetisch, nochmal ein Titel und das ist so ein Emote, ne? Verwende, okay, schwelende Asche gibt es dann ab 50. Nochmal kosmetisch, kosmetisch. Ach, ich bin noch eine Seite vorher, ups. Dann gibt es noch das hier. Rossharnisch, Handwerker-Tunika, Lichterlaterne, Dolch, nochmal ein Emote. Axt, ach guck mal hier nochmal Asche, okay. Ein Schild und, da ist ganz cool. Annehmen. Okay, das war's. Und man kann auch kaufen. Was kostet das? 200 Platin!